Hallo liebe Austria-Fans, liebe YouTuber, liebe Fußballfreunde. Wie ihr schon seht, sind wir wieder bei Zackis Fußballwelt. Heute nicht im Wörthersee-Stadion, sondern zu einer Special-Sendung hier am Benediktinermarkt. Ich bin heute zu Gast bei Gerd Höferer, Teatro am Markt, sein Lokal. Ich glaube, ihr kennt es alle. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute bei ihm sein dürfen. Er ist ein Partner der Austria und natürlich sehr bekannt im VIP-Club. Mein Gast heute, ich bin heute Gast, habe aber natürlich auch einen Gast, es ist kein geringer als The Silent Beauty, Thorsten Mara. Wir werden über seine Laufbahn reden, über die Austria und wie es jetzt weitergeht. Aber zuerst, ganz wichtig, hören wir noch unseren Gertl, was er zur Wiedereröffnung zu sagen hat und wie er die Verbindung sieht zur Austria. Also viel Spaß bei der weiteren Sendung. Ja, und jetzt bin ich schon am Eingang bei unserem Gertl, Teatro am Markt. Ich freue mich ganz besonders. Servus, Gertl. Hallo, servus. Servus. Ja, vielen Dank erst einmal, dass ich bei dir sein darf in meiner Sendung. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr und taugt mir, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Kennen tun dir die meisten, aber trotzdem, du verwöhnst ja die Leute bei uns im VIP-Club, gell? Du hast eine Cocktailbar bei uns stehen. Erzähl uns kurz einmal ein bisschen, wie die Verbindung zu uns ist, zur Austria. Du, ich bin ja, so wie ich schon lange Eishockey-Fan bin, auch ein begeisterter Fußball-Fan, gell, und leite mit der Austria mit, gerade jetzt bei den Partien, wo es wirklich um was geht, gell, und bin auch im Stadion gewesen, bin noch gegangen ist, gell, und da habe ich halt gedacht, vielleicht ist das eine gute Geschichte, wo wir, so wie beim KAC, beim Eishockey, bei IH so ein paar machen, und ich habe dann Kontakt aufgenommen und die Andrea kennengelernt, den Harald, und die haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee, und so sind wir zusammengekommen, was mich total freut. Ja, wir können nur Danke sagen, dass du das bei uns machst. Auch die VIP-Gäste schwärmen nur von dir. Bezüglich Öffnung am 19.05., ich meine, ich brauche dich nicht fragen, ob die da frei ist. Ich meine, wir freuen uns alle, aber du ganz besonders, glaube ich, oder? Wir freuen uns irrsinnig. Wir haben jetzt schon alles vorbereitet. Wir sind gerade im Endspurt und deshalb freut es mich, dass ihr da die letzten Arbeiten da begutachten könnt. Und wir sind alle schwer motiviert und hoffen natürlich, dass uns viel, viel Leute besuchen kommen. Auch mit den Regelungen. Ich werde natürlich dabei sein. Was ich natürlich fragen muss, gell, du bist ja nicht nur da der Chef im Teatro am Markt, sondern auch die Bar Teatro gehört dir noch immer. Was natürlich nicht unbekannt ist, sind die Meisterfeiern vom KAC. Leider heuer nicht gegangen, gell. War aber lustig gewesen. Gell. Deswegen frage ich dich jetzt, wir sind ja noch im Titelrennen. Können wir mir was erwarten, wenn wir das schaffen? Wenn ihr das schafft, da gibt es natürlich eine super Feier, die werden wir da ausrichten für euch. Gell. Und sollt ihr wieder erwarten, nicht ausgehen, gell. Machen wir auch eine schöne Feier, wenn wir dürfen. Ja gut, dann kann ich nur Danke sagen. Also an alle Spieler, die was das jetzt sehen, haut es euch trotzdem rein. Ich meine, der Gertl ist halt ein Typ. Auch wenn wir es nicht schaffen, wird er für uns was machen. Aber wir schaffen es natürlich auch mit euch im Rücken, liebe Fans. Deshalb danke, lieber Gertl. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Ja, und alles Gute für die nächsten Partien. Danke. Jetzt habt ihr den Chef gehört vom Teatro am Markt. Aber warum wir eigentlich da sind, wir wollen den Thorsten Mara näher kennenlernen und mit ihm ein bisschen quatschen. Deswegen freut es mich, dass er jetzt endlich bei uns ist. Wir dürfen natürlich Probe sitzen heute nur. Es ist ja noch nicht der 19., aber wir haben eine Ausnahmegenehmigung für Zackis Fußballwelt, wisst selber. Also schauen wir uns jetzt an, was der Thorsten uns zu erzählen hat. Das Thorsten. Servus. Servus. Und schon sind wir da. Lieber Thorsten, danke für deine Zeit, dass du in meine Sendung kommst. Natürlich kommst du auch dran, du hast schon dran gezweifelt, lange geht die Saison nicht mehr, aber es kommen fast alle dran, also keine Angst, es kommt jeder dran. Gleich einmal zu dir, seit vorigem Jahr bist du ja bei uns, bei der Austria, gell? Ja. Hast kein Spiel versäumt, muss ich ehrlich sagen, ich war zwar immer dabei, hab's aber nicht mitgekriegt, dass du kein Spiel versäumt hast. Sag jetzt ein bisschen dein Resümee, seit du da bist. Ja, am Anfang natürlich eine Zeit braucht, bis ich mich eingelebt gehabt habe, aber es ist dann relativ schnell gegangen eigentlich mit der Wohnungssuche. Bin von der Mannschaft auch super aufgenommen worden. Wir haben dann doch einige neue Spieler auch gehabt, deswegen hat das eine Zeit gebraucht, bis das Ganze zusammengefunden hat. Aber ja, mittlerweile habe ich mich super eingelebt und ich glaube auch meinen Platz in der Mannschaft gefunden und ja, bin sehr happy. Ja, gleich zu dir direkt als Verteidiger. Weil man merkt, du bist halt ein Vollblutverteidiger, du bist groß, du bist gut am Ball, gutes Stellungsspiel. Jetzt frage ich dich, wolltest du schon immer Verteidiger werden? Oder ist es jetzt so zustande gekommen? Weil ich meine, die Stürmer sind ja meistens im Fokus. Verstehst? Die sind die, was in der Zeitung stehen und Tore schießen und so weiter. Aber du, von dir schaut von der Weiten aus, du wolltest immer Verteidiger werden oder täusche ich mich da?
Ja, nicht ganz. Also ich habe eigentlich rechts im Mittelfeld angefangen in der Jugend. War ein Flügelläufer. Ja, da war ich körperlich ein bisschen den anderen voraus und deswegen immer ein bisschen schneller als die meisten anderen. Deswegen habe ich dann auf der Seite gespielt. Und ja, dann, wo die anderen ein bisschen aufgeholt haben vom Tempo, bin ich dann in die Mitte. Dann habe ich lange im Mittelfeld gespielt und dann ist immer weiter nach hinten gegangen. Und ja, jetzt jahrelang schon da hinten drinnen. Und da fühle ich mich auch ziemlich wohl. Wir sind froh, dass wir so einen hinten drin haben. Deswegen frage ich dich gleich direkt, musst du ein Vorbild da haben als Verteidiger? Oder? Ja, es war immer Patrick Vieira von Arsenal. Okay, ist auch nicht schlecht. Und ja, dann war es eigentlich, wo ich selber dann schon im Erwachsenenfußball war, dann war es nicht mehr so, dann hat man viele, sich vor vielen probiert was zum Abschauen, aber jetzt nicht mehr so das Vorbild an sich. Jetzt bist ja schon du übergegangen in einer Vorbildfunktion, ja? Ja, mich fragen einige Kleine. Mir taugt aber der Mara, der ist so groß, sag ich, ja, schön ist auch, aber Hauptsache wir machen Punkte mit ihm. Gleich andere Frage, unangenehmster Gegenspieler. Ich meine, du hast ja wohl in der Bundesliga auch einige Spiele auf das Kommando zu sprechen gespielt. Kannst du mir jetzt da schnell an unangenehmsten Stürmer sagen oder gibt es da mehrere? Unangenehmster? Ja, ich meine, ich habe gegen einen Haaland gespielt und das ist ein absolutes Monster. Also das unterschätzt man echt, wenn er mal antritt, wie schnell der wirklich ist. Aber ich habe auch gegen einen Soriano zum Beispiel gespielt und wenn es dem 2 Meter Ziel gegeben hast, hat er auch jeden Ball reingeschossen. Mhm. Also waren schon ein paar dabei, die nicht so angenehm zum Spielen waren. Einige Kaliber, gell? Ja. Ja, die kennen wir auch natürlich alle. Thorsten, wie gehst du als erfahrener Spieler mit der Aufstiegssituation jetzt um? Ich meine, du bist mit Mattersburg ja aufgestiegen schon. Aber wie gehst du jetzt als erfahrener Spieler damit um, dass wir eben die Chance haben, aufzusteigen? Ja, also ich glaube einfach, dass es super wichtig ist, dass wir gute Stimmung haben in der Mannschaft und dass wir das auch am Platz kriegen, weil wir dann am besten Fußball spielen. Und ja, es ist einfach wichtig, damit wir unsere Spiele dann noch gewinnen. Und dann im Endeffekt werden wir dann eh schauen, wer die Nase vorn hat am Ende. Apropos, mit Mattersburg aufgestiegen, jetzt kann ich dich gleich fragen, was hat euch damals so stark gemacht, dass ihr das geschafft habt? Kannst du sicher auch unserer Mannschaft ein paar Sachen erzählen oder auch Inputs geben, warum ihr das damals geschafft habt? Ja, wir haben natürlich eine sehr gute Mannschaft gehabt, muss man sagen, weil wir sind die meisten Spieler, glaube ich, da geblieben nach dem Abstieg. Und dann haben wir sich noch sehr gut verstärkt zusätzlich. Und die Spieler, die geholt worden sind, haben voll eingeschlagen, wie der Karin Onisivo zum Beispiel. Okay. Binky war ja auch dabei, ich glaube, der hat auch 23 Tore geschossen in der Saison. Aber natürlich haben wir auch einen super Spirit gehabt, einfach in der Mannschaft, die haben uns alle gut verstanden. Und es war so ein gutes Gefühl am Platz irgendwie, es war immer so, wir werden das Spiel gewinnen. So, und das haben wir über das ganze Jahr irgendwie halten können und deswegen sind wir dann auch verdient Meister geworden in dem Jahr. Kann ich bestätigen natürlich, habe auch einen Meistertitel gefeiert und auch dann gemerkt, was da in einer Mannschaft dann abgeht, kann ich absolut nur bestätigen und glaube ich da auch, dass es genauso war. Ja, die schönen Seiten gibt es natürlich auch schlecht oder traurige Seiten. Du hast 133 Bundesligaspiele gemacht für Mattersburg. Ich recherchiere ja, ich tue nicht nur Daumen dran im Büro. Wie war es für dich, dass das Kapitel so traurig geendet hat? Ja, erst einmal war es super überraschend, weil wir eigentlich kurz vor dem Wiederanfang waren und dann auf einmal ist das mit der Bank rausgekommen und dann war immer noch nicht klar, ob das mit dem Verein weitergeht. Dann hat es eigentlich geheißen, es wird von anderen Sponsoren möglicherweise abgefangen. Und dann ist das Ganze halt rausgekommen, wie groß das eigentlich war. Und ja, es ist schon traurig, dass der einzige Verein, bei dem man in der Bundesliga gespielt hat, dass den nicht mehr gibt. Ja, ich hoffe, dass es bald einen zweiten Verein gibt, mit dem ich in der Bundesliga gespielt habe, damit wir da ein schönes Ende haben. Ich wünsche es da absolut, ich wünsche es uns alle. Wir haben ein bisschen an Ähnlichkeiten, Thorsten, habe ich so mitbekommen, weil wir eher einer von den wenigen Spieler, beziehungsweise ich nehme, lang bei einem Verein waren. Ja? Also du warst ja wirklich lang bei Mattersburg, das habe ich jetzt alles gesehen. Hat es da andere Angebote gegeben, wo du gedacht hast, wow, das ist aber schwer nahe zu sagen, oder hast du immer gesagt, nein, ich bleibe bei Mattersburg? Es waren schon hin und wieder mal was da, aber es war jetzt nie so interessant, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich unbedingt machen. Ja, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ich bin ja aus Niederösterreich eigentlich, ich habe dann in Wien gewohnt. Meine Freundin ist aus Wien, hat dort gearbeitet, meine Freunde waren alle in Wien. Von dem her war einfach das Umfeld für mich super.
Und deswegen war das dann auch nie ein großes Thema. Ich meine, wenn was super Interessantes kommen wird, man natürlich drüber nachdacht, kennt man eh, aber ja, war nie so der Fall. Okay. Vielleicht liege ich da jetzt falsch, Thorsten, aber wenn du dir einen Verein aussuchen hättest können, außer Austria und Mattersburg, welchen Verein hättest du da gewählt? Natürlich kannst du da abschweifen, ist überhaupt kein Problem. Also zum Spiel natürlich. Als ja, Spieler. Wenn man ohne den Faktor Fußball jetzt mit einberechnen. Ja, genau. Ich muss ja zugeben, ich mag die Bayern ganz gern. Da wird der wieder hinter der Kamera springen und unsere paar Leute im Büro, aber red weiter. Und wenn man Titel gewinnen will, glaube ich, ist das auch nicht so eine schlechte Adresse. Okay, ja. Und sonst war immer Arsenal mein Verein. Da läuft es im Moment nicht so gut, aber würde ich auch nehmen. Also. Okay. Also, okay. Gut zu wissen. Falls ihr anfangen. Ja. Seid bereit. Da, du bist eher, ich meine, ist kein Geheimnis, eher ruhiger Zeitgenosse, gell? Ist das eigentlich, bringst du aber trotzdem eine Leistung und bist auch der Fels in der Brandung, der Hühner habe ich dir angekündigt, gell? Ist das jetzt eher Zufall, dass du so ruhig bist, oder ist es wichtig für dich persönlich, dass du so ruhig bist, dass du der Leistung bringen kannst? Boah, weiß ich eigentlich nicht so genau. Ich glaube, ich war einfach immer schon eher ein ruhiger Typ und habe mich recht wenig stressen lassen von den meisten Situationen. Und ähnlich spiele ich aber auch Fußball, glaube ich. Also ich probiere relativ ruhig zu bleiben und die Situationen zu lösen. Und ich glaube, dass mir das schon auch zugute kommt, dass ich eine gewisse Ruhe habe und das auch ausstrahle am Platz. Absolut, das hilft uns natürlich. Das Interessante an meiner Frage ist jetzt, jetzt werden sich ein paar Zuschauer denken, wie kannst du mit einem Marquis Cosmas, hast du ja, mit Marquis zusammenspielen als Abwehr-Duo, einer der wichtigsten Positionen, wie kannst du mit dem überhaupt zusammenspielen, weil der ist ja das Gegenteil. Der ist ja emotional, der schreit, der redet mit dem Schiri mehr als mit dem Spieler. Wir kennen alle den Marquis, ist natürlich auch ein wichtiger Spieler für uns, aber wie ergänzt ihr euch zum Beispiel, weil ihr wirklich verschieden seid? Ja, vielleicht harmoniert es deswegen ganz gut, weil dann kann sich eher um den Schiri kümmern, ich kann mich um meine Mitspieler kümmern. Ja. Und nein, ich verstehe mich mit Marquis super. Er ist natürlich ein bisschen anderer Typ als ich, aber ich denke, das harmoniert ganz gut. Der Trainer hat es ja auch ein bisschen auf dich so abgesehen. Ich meine jetzt nichts Negatives, sondern auch im Training hört man oft, ja, der Thorsten wird sich wieder aufregen, der Thorsten wird mir die Regeln erklären. Was ist da mit dem Trainer eigentlich so? Weil ich höre oft, der Thorsten, gibt es da irgendwas Spezielles oder ist es Zufall jetzt? Nein, gibt es nichts. Hin und wieder ist halt ein bisschen eine Hecklerei dabei, okay. Aber gehört auch dazu und das okay. Passt schon so. Immer sagt er, Thorsten wird gleich wieder kommen und sagen, ja, nein, nur 9 gegen 8 und 10 gegen 8, gell? Stimmt schon. Ja, ja, absolut. Dass du bist, ja, auch nicht 30, gell? Finde ich ein top Fußballalter, aber natürlich, denk mal ein bisschen drüber nach, was könnt ihr danach machen oder wie schaut es danach aus. Wir hoffen, dass wir noch viele Jahre bei uns sehen, aber hast du dir schon ein paar Gedanken gemacht über die spätere Laufbahn? Ich kann mir vorstellen, du hast 30 Ideen, so wie ich die jetzt kennengelernt habe. Grundsätzlich tue ich mir relativ schwer, weit vorauszuplanen und ich nehme es eher so, wie es kommt. Ich habe einmal eine Zeit gehabt, wo ich mir überhaupt gedacht habe, ich will nicht sonderlich lang Fußball spielen, also bis ins hohe Alter von einem Fußballer. Ja, jetzt bin ich doch schon 31 und habe noch ein paar Jahre vor mir, hoffentlich. Sonst habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich will auf jeden Fall reisen nach der Karriere mit der Freundin, auch längere Zeit. Und dann habe ich genug Zeit, dass ich mir Gedanken mache, wie es weiter ausschauen soll. Aha, reisen, okay. Was mir zu angekommen ist, wenn du jetzt sagst, gerade reisen, gell, dann denke ich mir, wirst du da dein Golfbag, weil du bist der Golfer, mitnehmen oder lässt du das eher stehen? Ich glaube, da komme ich ein Jahr vielleicht ohne Golf aus. Schaffst du das? Klingt für dich schwierig, aber es gibt Menschen, die schaffen das. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber... Na, du hast ja auch ein Talent, gell? So ist es nicht, gell? Wir haben schon ein paar Mal geredet über Hobbys. Kleines Talent. Ich werde ihn auch noch hinbringen, gell? Nicht so wie in Wiesenböck. Du bist ja, natürlich, wenn jetzt auch ein paar weibliche Zuschauer zuschauen, gell? Werden wahrscheinlich ich die Nachrichten bekommen. Da kann ich die Nummer haben vom Thorsten, weil der ist ja doch ein Fast-Model, gell? Muss ich so ehrlich sagen. Aber Dank. Kannst du dir gleich einmal deinen Zuschauern sagen, dass du vergeben bist, glücklich vergeben? Dein Freund lebt ja mit dir da in Klagenfurt. Glücklich vergeben, ja, eine Freundin hat mich begleitet. Und ja, bin sehr froh, dass es mit hergekommen ist. Okay. Gibt es da irgendwo weitere Pläne mit deiner Frau? Willst du da vielleicht irgendwo sagen?
Ja, so weitermachen wie bisher. Ah, bravo, gut gemacht, stark. Ja, stark, das war stark gesagt, ja. Ja, stark, Thorsten. Das ist halt Thorsten Mara. Da gibt's nichts, den kann ich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn ich mir jetzt eine rutsche, sagt er, passt, geh weiter. Thorsten, siehst du dich auf dem Feld als Führungsspieler oder willst du vielleicht noch mehr Führungsspieler werden oder wie siehst du die? Weil im Trainerteam an sich sehen die schon sehr viele als Führungsspieler und wir wollen von dir natürlich noch mehr Führungsqualitäten haben, weil wir eben, weil es nur wenige so eine Spieler wie die gibt. Also wie siehst du die da im Ja, Team? Natürlich sehe ich mich als Führungsspieler. Ich meine, ich bin 31, habe 130 Bundesligaspiele und von dem her, glaube ich, muss das auch mein Anspruch sein. Ich bin vielleicht nicht der Führungsspieler, wie es jetzt manche sich vorstellen, der laut ist, der alle anschreit oder so, aber ich denke, ich habe einen Führungsstil, der auf eine gewisse andere Art und Weise funktioniert, und aber der trotzdem funktioniert und ja. Wie geht es dir so gesundheitlich? Bist du völlig fit? Hast du Verletzungen gehabt jemals? Oder? Gott sei Dank bin ich bis jetzt relativ gut durchgekommen, muss ich sagen. Mhm. Ja, natürlich ein paar Kleinigkeiten, was jeder mal hat, aber keine gröberen Verletzungen. Ja, und ich hoffe, dass es natürlich auch bis zum Karriereende so bleibt. So. Ich klopfe auf Holz. Auch bezüglich Corona hat es da nie was gegeben, gell? Bei dir, was ich so mitgekriegt habe. Nein, aber alle ein Glück gehabt. Thema, ja. Sind wir, glaube ich, hier ganz gut durchgekommen. So ist es. Freust du dich schon auf die Eröffnung? Mit deiner Frau wieder vielleicht was essen gehen oder so? Weil ja, ich freue mich sehr, weil natürlich habe ich jetzt schon eingelebt, aber ich habe, glaube ich, Klagenfurt und so noch nicht so ganz erleben können, wie es eigentlich stimmt, ist, weil stimmt, ja. Die ganzen Lokale und Restaurants du hast nur ganz am Anfang kurz offen gehabt haben, aber nicht so, dass ich es in vollen Zügen genießen habe können. Okay. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Freundin, die Lokale zu genießen. Eins kann ich nur wärmstens empfehlen, Theater am Markt. Essen vom Allerfeinsten, Getränke überragend und der Chef, wenn ich mal einen guten Tag erwischt, ist auch kein Mut. Ja, ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Deswegen sage ich danke fürs Dasein, lieber sehr Thorsten. Gerne. Wir sehen uns spätestens beim Training. Deshalb danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es schaut einmal da rein. Theater am Markt kann ich nur empfehlen. Hinter Thorsten werden wir am 19. auf ein Getränk kommen. Ich hoffe ja. Danke fürs Zuschauen. Schaltet jetzt wieder ein, wenn es heißt Zackis Fußballwelt. Meine Herren. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Herren.